Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu After Humans. Ich habe ja jetzt das öfter mal einen Abbruch gehabt durch den Schreibtisch. Und ich glaube, dass man den hier für diese Dinger braucht, um später mal irgendwelche Karten zu machen. Nachthimmelfarbe, okay. Kann man die auch da hinsetzen? Könnte man auch da hinsetzen? Ja, keine Ahnung, was wir damit machen können. Aber ich nehme den Schreibtisch einfach mal mit. Und ich muss dran denken, dass wir auf jeden Fall nur die rechte Seite benutzen dürfen und nicht die linke, weil links bricht er ab. Ganz, ganz. Ohne, ja, Vorwarnung. Das ist denen völlig egal. Die Bücher nehmen wir hier alle mit. Weil die brauchen wir. Und ich finde hier diese Lesepulte eigentlich auch cool. So. Haben wir im Grunde schon mal wieder alles voll. Schreibtisch ist schick. Ja, hier habt ihr ein bisschen Sand dafür. Ich finde, damit kann man auch was machen. Was weiß ich nicht, aber ihr habt's drauf. Ihr macht es schon. So, Traubenpflanzen. Haben wir Trauben zu Hause? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal zwei, drei mit. Was bist du? Ackerboden? Rampin stehen? Kenne ich nicht. Rampin stehen. So, wir sollten vielleicht mal pennen gehen, schnell mal. Bett habe ich mitgenommen. Gut. Hab schon Angst gehabt, dass ich das jetzt irgendwo stehen lassen habe. Wäre nicht so optimal gewesen. Ja, dann gucken wir mal, was es hier noch im Dorf gibt. Hier gibt es einen schwarzen Tümpel, der ist bestimmt nicht gesund. Finde ich auch schön hier mit diesen, ja, komischen Rangteilen da. Gibt es hier eigentlich was drin? Ich glaube nicht, ne? Das waren nur diese Häuschen, wo eigentlich gar nichts existiert. Verkaufst du was Schönes? Nee, doch, irgendwas. Ja, okay, brauche ich wahrscheinlich nicht unbedingt. Hier ist auch nichts weiter drin. Da brauche ich dann auch nicht reingehen. Weizen haben wir. Habt ihr hier noch was Schönes? Kartoffeln. Kartoffeln haben wir. Ein ganzes Feld. Was sind das hier? Ach, so ein Esel. Obwohl, das war ein Zebra, wa? Hat sich aber irgendwie wie ein Esel angehört. Ich wohne auf einer Höhle. In einen tiefen, tiefen Schacht oder was? Alter. Da möchte ich nicht runter. Obwohl es bestimmt interessant wäre. Na ja, komm, ich helfe dir doch. Komm noch raus da, Mensch. Muss ja nicht da unten drinnen bleiben. So, da haben wir auch nichts drinnen. Hier bestimmt auch nichts. Ne, da hatten wir ja auch reingeguckt. War das jetzt das einzige Interessante hier? Schenkst du mir denn hier alles gerade? Hier kriegst du wieder, bräuchte doch nie. Oh, hier haben wir eine Kiste. Da müssen wir rein. Ach, wieder dieser Tinkermüll hier. Obsidian-Spitzhacke ist bestimmt cool. Obsidian-Messerklinge bestimmt auch. Papier. Schwertklinge, weiß ich nicht. Schleim-Axtkopfer. Bronze, Messerklinge, weiß ich nicht. Kupfer, Schwertklinge, auch wahrscheinlich nicht. Kaktus geht schnell kaputt, und wesig. Hier haben wir die ganzen Notes drin. Gut. Oh, was hast du hier drin? Schleim, Hölzern, brauche ich alles nicht. Können wir unser Werkzeug hier reparieren? Wenn wir Eisen haben, wa? So, machen wir das mal schnell ganz. Dankeschön. So, bin schon wieder weg. Hast du oben noch was Schönes? Bestimmt nicht, wa? Nö. Danke, dass du mir die Tür vor der Nase zuhaust. Was ist da hinten? Achso, Kiwi. Kiwi hatten wir. So, hier kommt man doch bestimmt hoch und da ist da bestimmt eine Kiste. Taumium. Taumium, okay. Wissensfragment. Feuerkugel. Okay. Was ist das? Alumotum? Brenndauer. Oh. Taumkraft. Alles Taumkraft. Feuerkugel Minecraft. Taumkraft. Das ist auch Taumkraft? Nee, ist Mistkraft. Das ist hier mit diesen neuen Erden erstellen, ne? Mistkraft und Mistkraft. Also die Sachen. Müssten wir vielleicht uns ein kleines Haus bauen, wo wir irgendwas mit Mooscraft bauen und das ist Taumkraft. Kann ich das Buch einfach aufmachen? Ich hab ein bisschen Schiss, nicht das.
Okay. Ah, hier sind die ganzen Scherben. Guck mal. Feuerkristall. Können wir die so zusammen machen? Okay. Ach, dafür sind auch die Dinger, okay. Ist gerade interessant jetzt gerade. So, hier müssten wir uns ja aufhalten irgendwo, wa? Aura und Not. Ja, die Sachen sind noch nicht freigeschaltet anscheinend. Irgendwas kann man scannen, ne? Okay. Erze. Da waren wir gerade drin, ne? Ja. Forschung. Ah, vielleicht sollten wir uns so ein Ding hier mal bauen. Weil Scherben haben wir ja genug. Damit kann man nämlich die Sachen scannen, glaube ich. Bücherregal und alles. Oh, naja, gut. Wissensfragmente. Forschungsnotiz. Also, wenn du neun so Dinge hast, können wir eine Forschungsnotiz machen, okay? Und alles die Pflanzen, die man wahrscheinlich dafür braucht. Was bist du denn für ein Zwerg? Okay. Was gibt es noch Schönes? Das scheint sehr umfangreich zu sein. Wahrscheinlich genau das Richtige für mich. Gut, haben wir auf jeden Fall so ein Tauminomikum. Hat sich die Reise schon mehr als gelohnt, oder? Wir haben richtig geile neue Sachen gefunden. Und die brauchen wir ja auch für diese Dinger hier, die halb unsichtbaren. Dann können wir die ja irgendwie scannen oder so, ne? Weiß zwar noch nicht viel von Baumkraft, aber ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Kriegen wir schon hin. Und wenn das das Letzte ist, was wir machen werden. Das finde ich ja so schön an der Mod, dass man hier wirklich so viel machen kann. Was ist das da? Da stellt sich dann ein Zaun mitten in den Zaun. Oh, da haben wir wieder was? Oder waren wir da gerade drin? Hier waren wir gerade drin, ja. Bin mir fast sicher, ja. Blend Megapack. Was haben wir da? Da oben haben wir noch ein großes Gebäude. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Oder? Oder? Nee, ich glaube nicht. Eingang ist ja noch versperrt. Taschen. Aber es ist sinnlos hier reinzugehen, weil es gibt nichts. Na, Entschuldigung. Die haben sich hier auch richtig schöne Felder gemacht, ne? Hatten wir Karotten zu Hause? Meine, wir sind mittlerweile relativ voll. Würde sich sowieso lohnen, irgendwann mal jetzt nach Hause zu gehen. Die können wir mal wegschmeißen, oder? Die brauchen wir nicht. Vielleicht können wir da noch reinschmeißen. Oh, das deckt nur auf 16. Das ist natürlich mies. Der kann da oben noch hin. Ja, Fleisch kriegen wir eigentlich im Nether ganz viel, ne? Lohnt sich das, das unbedingt mitzunehmen? Gehen wir mal da hinten zu dieser Stele. Mal sehen, was uns da erwartet. Der Stein kann auch weg, den brauchen wir nicht. Nicht runter. Es lohnt sich nicht mehr, in die Höhlen zu gehen, wir haben keinen Platz mehr. Und irgendwie kann man die ja hier dann alle einscannen. Wir sollten vielleicht nach Hause und uns mal so ein Scanapparat machen. Grass Garden können wir mal mitnehmen. Davon haben wir noch nicht alles. Wir haben ja auch keinen Mais und so, ne? So. Zack, alles mit dem. Quatsch. Er kann natürlich hier bleiben, brauchen wir nicht. Wir haben so viel Erde zu Hause. Da haben wir noch einen Hut. Was war das?
Was hat gerade hier ganz komisch gestöhnt? So, ein Hut. Hübsch. Nehmen wir mit. Wenn wir dann einen Huhn jetzt in der Tasche haben und jetzt haben wir ein Schwein in der Tasche. Aber ich will die ganzen Hüte sammeln. Da wird es keinen Bonus dafür geben, wenn wir alle haben, aber wir haben schon mal einiges denn. Da ist noch Grass Garden, den nehmen wir alles mit. Da sind ja noch Hafen, Weizen und Mais und sowas alles drin, ne? Und wenn ich mich recht erinnere, das sind noch Sachen, die wir nicht haben. Kürbisse brauchen wir nicht. Zumindest wüsste ich noch nicht, wozu wir die jetzt hier gebrauchen könnten. Die jetzt in der Höhle, ja, nee, nicht wirklich, aber wir brauchen jetzt auch nicht in der Höhle. Wir haben eh keinen Platz mehr, großartig. Ich wollte ja normalerweise Ausflug in die Höhlen machen. Oh, die sehen aber schön aus, die Blumen. Gut, hat schon was. Ja, wir brauchen ja Ressourcen, aber wir haben doch nur einige Sachen gefunden, die doch etwas schöner waren. Die wir mitnehmen mussten. Ich gehe jetzt natürlich nicht direkt den gleichen Weg zurück, den wir gegangen sind. Ich wollte jetzt hier so ein bisschen ausholen, sage ich mal. Vielleicht finden wir nochmal was Schönes. Und auf dem gleichen Weg werden wir natürlich nichts mehr finden, was jetzt interessant wäre. Und im Grunde macht es ja doch am meisten Spaß, wenn man neue Häuser findet oder Gegenstände oder sowas oder Dörfer. Davon hat man doch am meisten, oder? Das ist da oben. Auch eine Kuh mit einem Hut, wa? Sah irgendwie aus wie Batman, so Fledermaus-mäßig. Was hast du da? Du, das muss ich mir mal bei Tageslicht angucken, ja? Nicht weglaufen. Ja, schön stehen bleiben. Huch, mein Bett? Hä? Bett? Die haben doch jetzt nicht mein Bett gefressen. Ach, das. Boah. Hab ja schon Angst gehabt. So, du bist wunderhübsch, mein guter. Boy of Silent Head? Gut. Gott, so schnell habe ich nicht gelesen. Ein Zigeunerhut, der ist für mich. Tralalalalala. Wir haben schon wieder so viel Kack in der Tasche. So, Rindfleisch können wir da noch reinschmeißen. Ja. Tut mir leid für die Tiere, aber. Da geht's nach Hause. Genau da lang. Da. Aber wir gehen noch ein bisschen da lang, damit wir so ein bisschen mehr erforschen von der Insel. Oh. Mal die Insel da hinten vorbei ist, oder? Das ist tief. Versuchen wir uns mal da lang zu hangeln. Damit wir nicht gleich tot sind, wenn wir unten ankommen. Oh, ouch. Auch noch die Beine brauchen, egal. Pfefferlinge auch lecker. Aber bei Platzmangel nicht so gut. Wenn man das gleich mitnimmt. Wir bräuchten quasi Holz, um uns ein Boot zu bauen, ne? Aber wir haben noch genug in der Tasche. Weil aus Pilzen werden wir. Ach, was hatten die für eine Mütze? Alter, eine Nuklearrakete. Ist ja nie wahr. Eine amerikanische Kuh. On-Man Army. Ja. Den Creeper-Kopf haben wir, glaube ich, schon, ne? Ich weiß es nicht. Ich nehme sie einfach mit. Alles, was Hüte trägt, nehme ich mit. So. Das Ding hatten wir auf jeden Fall schon, oder? Nee, das ist was anderes.
Digiplayer? Okay. Aber Digiplayer. Wir hatten ja schon irgendwas mit Noten da gehabt, ne? Irgendein Walkman oder sowas. Hier laufen auch schon wieder Hutmenschen rum. Luigi! Kirby, okay. Nicht Luigi. So, eine Reise und ich habe alle Hüte. Nur schade, dass hier jetzt gerade nichts Spannendes ist. Hätte mir was gewünscht, so wie ein Dorf oder so was. Wo sind wir denn da oben? Aber, nö. Weil die Dörfer sind ja anscheinend doch echt interessant, weil man da diese komischen ja, Papiere hier bekommt, ne? Wäre ja vielleicht doch ganz wichtig. Braucht die Feder? Eigentlich nicht, oder? Lieber ein bisschen Platz in der Tasche haben als eine Feder bei, oder? Und wenn wir eine Hühnerfarm haben, dann kriegen wir bestimmt noch genug Federn. Brauche ich die jetzt nicht mitschleppen. Da haben wir schon wieder so einen Stein. Was ist der, wo wir schon waren? Nee, oder? Nee. Weil das auch so nach Lava da hinten aussieht. Nee, hier ist keine Lava. Das sind riesen Kometen hier drinnen, ne? Weiß nicht, hab die kleiner in Erinnerung. So, markieren wir mal gleich wieder Himmelstein, wa? Ups. Nein, abbrechen. Ich möchte natürlich da auch den hinsetzen, wo ich stehe. So, nehmen wir wieder Ditte und auch einen Himmelstein. Weil da finden wir ja auch noch Fragmente drin, die wir gebrauchen können. Und dann wissen wir nachher, wo wir hingehen können, um die zu finden. Was habe ich eigentlich jetzt für einen Schrott mitgenommen? Violetten Pilz, okay. Und auch noch, habe ich sie wieder in der Tasche. Zack. Wenn man keinen Platz in der Tasche hat, ist das echt nervig. Wenn man irgendeinen Schrott mitnimmt. So. Die Hacke kann auch weg, die taugt eh nicht mehr. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Und ich muss mir vielleicht doch mal noch ein paar Rucksäcke bauen. Wir haben ja jetzt durch die ganzen Kühe, die wir geschlachtet haben, doch ein bisschen Leder bekommen. Da können wir, obwohl wir haben auch noch ganz viel von diesem selbstproduzierten Leder, wa? Können wir uns noch ein paar Rucksäcke machen, damit wir wirklich mal, wenn wir auf Reisen sind, einiges mitnehmen können. Weil ich merke hier, die zwei Rucksäcke und unser Inventar, das taugt überhaupt nichts. Was hat sie denn hier auf dem Kopf? Na, die wissen schon, die rennen schon weg, wa? Jetzt kann ich nicht gelesen, was das war. Ey, 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 ey. Bleibst du mal stehen. Jess-Hut. Und da ist doch noch ein... Irgendwas. Was bist du? Frog-Head. Okay. Das war ein süßer, kleiner Frosch. Oh, das gelbe Laub sieht ja auch geil aus. Das sieht ja richtig geil aus. Auch das rote, wa? Das finde ich schön hier. Das sieht so richtig strahlend aus. Da hinten auch so grünlich. Das sieht schon echt hübsch aus. Hätte ich jetzt ein bisschen Platz in der Tasche, würde ich das alles mitnehmen für unseren Bauernhof. So, für die... Na, für die... Was war das da? Für die Hecken. Da könnte man richtig schön wunderbare Farben reinbringen. Das sieht echt geil aus. Das andere Bäume? Das sind andere Bäume. Erbstamm. Ich hoffe, davon kriegen wir einen Zeppling. Wahrscheinlich nicht, wa? Doch.
Haben wir einen roten. Haben wir hier auch einen gelben? Dann können wir die nämlich bei uns zu Hause anpflanzen und ich hab das alles. Du bist ganz normaler Gummibaum, war ja. Ich will ich nicht. Bin ja gespannt, ob da unterschiedliche Saplinge rauskommen. Bist du? Du bist Red Rover. Geil! Dann kann ich die zu Hause anpflanzen. Ich bin ein bisschen glücklich. Leder kann er hoch. Fleisch hatten wir auch schon wieder. Ja, voll. Voll. Was sonst noch, was wir vielleicht wegschmeißen können jetzt mal so. Wir könnten wahrscheinlich im anderen Rucksack was wegschmeißen, oder? Sand wäre wichtig. Hammer hoch. Kreide, komm weg damit. Schalenstein weg. Kies haben wir auch zu Hause. Hellgrüner Stein haben wir auch. Diorit und Granit haben wir auch. So, mal schnell hier weg. Dann können wir doch ein bisschen was noch mitnehmen, oder? So, was können wir da mal hochschmeißen? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Da müssen wir nicht mehr ran, weil das haben wir. So. Mehr haben wir nicht, was wir da jetzt oben reinschmeißen könnten, ne? Da fällt mir gerade auf, wir haben ja so eine Steine. Können wir vielleicht dieses komische Ding jetzt auch schon bauen? Muss ich erstmal gucken, wo das war. War das hier? Forschung? Wir haben kein Glas bei. Und Gold auch nicht. Schade. Können wir nicht machen. Na, lässt du jetzt mal das Buch los? Nein, hier wollten wir rein. Müssen wir denn tatsächlich zu Hause machen? So, Schreibtisch ist auch wichtig, ich kann da oben rein. Okay, mehr haben wir jetzt nicht, wa? Wir kriegen kein Boot gebaut, außer mit dem Herbststamm. Ja, finde ich ja schön. Können wir uns ja hier, was haben wir jetzt alles? Diesen komischen und diesen komischen. Gab es hier noch was Schönes? Das ist mehr Gold. Das ist Zitrone. Wir brauchen Gold. Die wachsen sehr komisch, merke ich gerade. Du bist hier Gold, ne? Ja. Dann nehme ich dich mal weg. Oh, da ist ja noch ein Stamm, den will ich auch haben. So, in der Zeit schlafen wir mal und dann kann der sich schon mal da die spawnen. Du kannst nur nachts schlafen, war doch nachts. Dann haben wir jetzt echt so einen bunten Wald. Das finde ich echt schön. Dass wir den bei uns zu Hause anpflanzen können. Hier war doch irgendwo da. Gold. Gold. Nee, dann brauchen wir den anderen doch. Gold. Zitronen. Dann haben wir den Zitronenbaum nicht. Entschuldigung, Baum. War der falsche. So. Zitrone, fall runter, danke. So, dann haben wir jetzt Zitrone. Sortieren wir mal hier ein bisschen. Nee, Apfel brauchen wir jetzt nicht. Können wir die Äpfel essen? Naja, wir haben genug. Schmeißen wir erstmal weg, wir brauchen die nicht. So, hier haben wir noch ein paar Saplinge, hier auch noch. Ja, komm, nehmen wir sie alle mit. Holz haben wir jetzt anscheinend auch genug. Entschuldigung. Mal wieder irgendein Apfel in der Tasche? Nee, wa? Die können wir noch mitnehmen. Jetzt haben wir einen Apfel in der Tasche. Der kam wieder raus. Und dann werde ich mal die Folge für heute beenden mit diesen wunderschönen farblichen Bäumen. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.